Nun suchen wir aus der gleichen Klasse zufällig 7 Personen aus. Das heißt, diesmal berücksichtigen wir auch die 6 Ungeschlechtlichen. Ich will die Wahrscheinlichkeit, dass genau 3 Jungs, genau 4 Mädels und 0 Ungeschlechtliche drin sind. Eine Wahrscheinlichkeit. Das heißt, Wahrscheinlichkeit von 3 Jungs, 4 Mädels, keinen Ungeschlechtlichen ist. Wegen der Wahrscheinlichkeit braucht man Bruchstrich, oben Binomialkoeffizienten, unten Binomialkoeffizienten. Oben aus der Gruppe der Jungs ziehe ich 3. Aus der Gruppe der Mädels ziehe ich 4. Aus der Gruppe der Ungeschlechtlichen ziehe ich 0 und teile das Ganze durch Gesamtanzahl. 14 und 12 und 6 sind 32 und insgesamt ziehe ich 7. Das Ganze geben Sie im Taschenrechner ein mit diesem NCR-Befehl. Das heißt, wir haben es zwar beim Binomialkoeffizienten schon mal gesagt, aber ich wiederhole es nochmal kurz. 14 über 3 geben Sie ein, vermutlich als NCR 14 und dann die 3 oder 14, dann NCR und dann die 3. Je nach Taschenrechner müssen Sie es probieren. Also vermutlich entweder mit diesem Befehl oder vermutlich höchstwahrscheinlich mit diesem Befehl NCR 14, NCR 3. Statt dem NCR kann auch sein, dass nur ein C auftaucht. Naja, auf jeden Fall das Ganze tippen Sie ein und kriegen ungefähr 0,054 raus, also circa 5,4%.